Hey Leute, im zweiten Teil von Freeride Flow Ghost 3 Länder Enduro geht es jetzt erstmal direkt über die Plamort-Ebene Richtung Bunker. Aber uns ist dann, ja, was passiert, das war leider nicht so schön und ja, aber hört einfach, was ich euch zu sagen habe. Ja Leute, jetzt ist es gerade mal ein bisschen uncool geworden bei uns. Den Michi hat es jetzt mal richtig ordentlich auf den Zubringer zum Bunkertrail aufs Maul gelegt, ne? Und jetzt funktioniert die Sattelstütze nicht mehr, jetzt muss er schieben. Aber wir machen noch das Beste draus. Und der Flo, der genießt in der Zwischenzeit jetzt schon mal den ersten Aussichtspunkt hier. Zucker, meine Herrschaften, Zucker. Aussichtspunkt erreicht. Yay. Und für einen kurzen Augenblick hat, glaube ich, sogar der Michi seine Schmerzen vergessen. Ja, und wie es natürlich sein muss, haben wir gleich hier mal die obligatorischen Touristenfotos gemacht. Und da war es mir wirklich tatsächlich klar. Flo hat das Media Game übernommen. Die Touristen haben ihn direkt gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Kannst du mal ein Foto von uns machen auf der Plattform hier? Flo war sie natürlich nicht zu schade und hat das gemacht. Starten wir jetzt mal in den Bunker zusammen. Ladies and Gents, habt viel Spaß. Let's go, Flo. Aufpassen und los geht's. So, jetzt machen wir trotzdem ein bisschen gediegener, weil der Michi, den hat nämlich vorhin ganz schön aufs Fressbrett gelegt. Das war relativ uncool. Und der muss jetzt ein bisschen langsamer machen, weil sein Fahrrad nämlich auch ordentlich beschädigt wurde. Und da gehen wir halt jetzt mal nicht so in dem gewohnten Tempo runter wie sonst. Und chillen einfach mal und drehen uns ab und zu mal nach Michi um, dass da alles okay ist. Dass der Bunkertrail und allgemein die Reschentrails nicht ohne sind, ist ja bei den meisten bekannt, die es auch fahren. Hier die Kollegen, die haben sich, glaube ich, da ein bisschen übernommen. Er macht's aber richtig. Er bleibt dann lieber stehen, steigt ab und schiebt das Fahrrad runter, bevor noch was Gröberes passiert. Wenn man seine Fahrskills da nämlich, ja, sage ich jetzt mal, unter oder besser gesagt überschätzt, kann das Ganze mal richtig, richtig wehtun. Und auf der Kameraperspektive kommt es halt nie so richtig gut rüber, wie es ja in Wirklichkeit eben auch steil und anspruchsvoll immer ist. Yo. Ja, und wir warten jetzt erstmal schnell auf den Michi. Nice. Ich speichere sie gut. Nahtlos ging dann der Übergang von dem Bunker in den Edge Trail. Der Edge Trail ist zum Schluss der letzte Trail, der uns schließlich wieder zurück in die Ortschaft Reschen führt. Ich war wirklich froh, dass wir dann endlich mal unten waren. Meine Finger taten schon verdammt weh von den vielen Tagen fahren. Und im Endeffekt ist aber wirklich jeder Tag, den du da unten verbringst, ein grandioser Tag in Reschen. Es ist einfach nur ultimativ geiles Enduro-Geballer, die Trails machen alle Spaß. Und es ist ein Riesenabenteuer jedes Mal, egal wie oft man im Jahr da unten ist. Es ist einfach abwechslungsreich und einfach grandios. Eine tolle Landschaft mit tollen Trails und tollen Menschen. Hey, was will man mehr? Ein bisschen zu heftig für ihn.
Geil war's. Ja, Mann. Jo, Leute, wir sind für heute erstmal fertig. Und dem Flo hat es tatsächlich wirklich gut gefallen, das erste Mal in Reschen. Wir sind jetzt im Bunker gefahren und in Edge Trail. Flo, dir hat es gefallen? Mega. Mega gut. Richtig geil. Nicht so krass Bikepark, schön Naturtrail. Zucker. Erste Sahne. Und wenn das der Flo sagt, dann heißt das was, Leute. Ich habe auf jeden Fall heute auch super viel Spaß gehabt und ich bin jetzt auch ziemlich durch. Ich bin auch schon ein paar Tage länger da wie er. Und ja, für Flo heißt jetzt erstmal ein paar Termine noch wahrnehmen. Für mich heißt jetzt erstmal was Kaltes noch trinken. Und ja, sollte euch dieses Video gefallen haben, Leute, dann würde ich mich mega über einen Kommentar freuen. Ein Abo wäre natürlich ultra cool und aktiviert bitte die Glocke. Wenn ihr die Glocke nämlich aktiviert, dann verpasst ihr auch kein aktuelles Video von mir. Flo und ich, wir sind jetzt erstmal raus und wir wünschen euch noch eine gute Zeit. Peace. Und bis zum nächsten Video. Bye.